Auf ihren zwei Rädern sind die Fahrer der Motorradstaffeln von Ostern bis Oktober auf Achse und so sind sie blitzschnell am Einsatzort, leisten erste Hilfe, unterstützen liegengebliebene Fahrzeuge bei der Absicherung von Unfallstellen, versorgen Autofahrer mit Erfrischungen und Umleitungsempfehlungen und das alles ehrenamtlich. Nur mit hauptamtlichen Kräften wäre das überhaupt nicht zu machen. Und auch so ein Motorradstaffeldienst, den wir den ganzen Sommer über auf den Autobahnen machen, das geht mit Hauptamtlichen einfach gar nicht, weil so viele Leute stehen dafür nicht zur Verfügung. Und da ist es schon klasse, dass Ehrenamtliche sich die Zeit nehmen und bereit sind, am Wochenende in der Regel den ganzen Tag dann auf der Autobahn unterwegs zu sein. Allein in Niedersachsen und Bremen gibt es 7 Motorradstaffeln der Johanniter. Im vergangenen Jahr legten diese rund 145.600 Kilometer zurück und leisteten gut 1.100 Mal Erste Hilfe entlang der niedersächsischen Autobahnabschnitte von A1, 2 und 7 bis hin zu den Autobahnen 27, 28 und 29. Wir haben jedes Jahr eine ganze Reihe von Unfällen auf den deutschen Autobahnen. In Niedersachsen kann man sagen, so in der Größenordnung über 14.000 Unfälle, über 2.000 auch mit Personenschäden. Und da sind die Johanniter mit ihren Motorrädern wirklich eine tolle Unterstützung. Und weil der Job auf der Autobahn eben nicht ganz ungefährlich ist, bekommen alle Ehrenamtlichen auch die Möglichkeit, an einem Intensivfahrsicherheitstraining des ADACs teilzunehmen. Dieses Training, gerade als Saisonauftakt nach der Winterpause mit den Motorrädern, ist wahnsinnig wichtig, um gerade auch in diesen Grenzsituationen die richtige Entscheidung zu treffen können. Auf dem Motorrad ist so ein Fahrsicherheitstraining absolut zu empfehlen. Und auch finanziell unterstützt der ADAC Niedersachsen, Sachsen-Anhalt die Motorradstaffeln der Johanniter Unfallhilfe, die sich ansonsten ausschließlich durch Spenden finanzieren.